Herzlich willkommen zum vierten Teil meiner 16-teiligen Videopodcast-Reihe Österreichische Politik, politische Bildung für EinsteigerInnen leicht gemacht. In der Videobeschreibung hier unten sind die anderen Teile verlinkt. Jeder Staat hat bestimmte Möglichkeiten, seine Ziele wie zum Beispiel die Verteidigung gegen Terrorismus durch Einsatz der Polizei erreichen zu können. Unter der Staatsgewalt versteht man alle jene Rechte und die Mittel eines Staates, seine Möglichkeiten zu nutzen und die eigenen Rechte durchzusetzen. Unter der Gewaltenteilung versteht man die Verteilung der Staatsgewalt auf mehrere Staatsorgane wie Gerichte, Parlamente und Polizei. Warum gibt es in heutigen Demokratien dann die sogenannte Gewaltenteilung? Es soll verhindert werden, dass eine Staatsgewalt zu mächtig wird. Ein Richter muss sich zum Beispiel an die Gesetze halten und kann nicht jemanden zu einer Gefängnisstrafe verurteilen, wenn die Personen gegen keine Gesetze verstoßen haben. Ein Richter kann auch nicht selbst die Gesetze ändern, um jemanden nicht bestrafen zu müssen. Die Gewaltenteilung soll in der Demokratie unter anderem die Freiheit und Gleichheit aller Bürger erhalten. In einer Demokratie werden drei Arten von politischen Gewalten unterschieden. Die Legislative ist die Gesetzgebung, die Exekutive ist die Vollziehung der Gesetze und die Judikative ist die Rechtsprechung. Mehr über diese drei Gewalten erfährst du an einer anderen Stelle. Unter der vierten Gewalt versteht man die unabhängigen Medien. Medien wie zum Beispiel Zeitungen, Radio- und TV-Programme und auch Internetseiten können die Wählerinnen und Wähler informieren. Wenn diese politische Informationen objektiv, vollständig und keine Partei bzw. Politiker, Politikerinnen bevorzugen, stammen diese von einem unabhängigen Medium. Jede Demokratie benötigt unabhängige Medien, damit sich die Bevölkerung gut über das politische Geschehen im Land informieren kann. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich gleich wieder im nächsten Video. Wer macht was in Österreichs Demokratie, das politische System in Österreich?